Vegas Baby war der Leitspruch im Wassersportzentrum in Walsee. Auf der Tagesordnung standen Beachvolleyball, Barfußwasserski, Pokern, Barbecue-Frühstück und jede Menge Party. Auf dem sandigen Center Court waren es dann über 35 Teams, die sich unter brütender Hitze die Bälle übers Netz schupften. Da waren dabei Let it roll. The little in the middle. Achso, VT, MFG, wie heißt ihr? Öhling. Aus Öhling. Ich meine, ich glaube, er klingt schon recht gut, Volley Rockets, aber ja, müssen wir die Rocket Power müssen wir noch irgendwo rausholen. Ich bin der Zwergenbande. Tropicale. Warum? Das weiß ich nicht, das hat unser Mädchen ausgesagt. Aber wir sind so deprimiert, weil wir verloren haben. Die United Volleys, wir sind leider schon ausgeschieden. Ja, haben bis jetzt alles gewonnen und sind jetzt dann im Viertelfinale. Alle drei Spiele verloren. Ja, wir haben jetzt ein Achtelfinalspiel hinter uns. Gruppensieger waren wir bei den Gruppenspielen. Ja, also schaut nicht so schlecht aus. Gespielt wurde auf dem ersten Beachvolleyballplatz der niederösterreichischen Beachvolleyballgeschichte in Walsee. Es ist eigentlich die schönste Anlage, die was da in der Umgebung verfügbar ist. Und so haben wir sich einfach gedacht, wir wollen ein großes Event aufziehen. Und da braucht man eben viel Platz und viel Beachvolleyballplätze. Und das Wassersportzentrum bietet uns 4 Plätze. Und deswegen haben wir den Entschluss getroffen, hierher zu gehen. Beachvolleyball war das eine, Limbo Dance das andere. Dieser Challenge musste man gewachsen sein, wenn man um die Tickets nach Las Vegas fightete. Und das war gar nicht so einfach. Wer sich bei der Party aller Partys zu wenig ausgetobt hat, für den waren noch so einige sportliche Stationen über, wie zum Beispiel mit den American Footballern aus Amstetten-Matchen. Ja, volles Programm natürlich für alle Besucher. Beach Baby läuft da seit 9 Uhr vormittags. Beach Volleyball Turnier organisiert vom FSC. Sind in dem Fall mein Partner. Wir arbeiten seit Ende letzten Jahres zusammen und mittlerweile sind die Burschen schon groß geworden, machen echt eine geile Geschichte, haben das aufgezogen und wir haben in Cannes dürfen heute mit Vegas Baby Teil 5. Schönes Jubiläum, heute dabei sein. Natürlich den Stefan kenne ich persönlich besser, aber auch die anderen, was bei ihm im Team mit sind, haben alle miteinander gute Ideen gehabt und haben gedacht, okay, das unterstütze und bin froh, dass ich das jetzt bis jetzt da machen und werde es auch in Zukunft machen. Jede Veranstaltung, ein tolles Publikum und man kann nur gratulieren. Und ich hoffe, dass der Ehrgeiz aufrecht bleibt bei den Damen und Herren dieses Vereins, weil es kostet viel Kraft und Zeit, was da veranstaltet wird. Abends ging es dann ran an den Pokertisch. Da wurde ganz professionell gezockt, jedoch mit Spielgeld. Wir haben sie im Internet gesehen, die Veranstaltung, und es ist einfach voll cool promotet. Und es ist wirklich eine super Stimmung da, ja. Und alle sind gut drauf. Es lässt sich. Passt. Es sind viele Leute da. Das Wetter passt. Was willst du mehr? Bleib mitspielen, die wir kennen. Warum wir jetzt da sind? Weil mein Kollege ist gesagt, der braucht einen Mitspieler. Ich würde gerne wissen, warum wir heute da sind. Warum bist du da? Ja? Und weil es natürlich super schön ist in Walsee. Wir sind aus Walsee. Und dieses Walsee wurde strapaziert von 9 Uhr morgens bis spät in die Nacht hinein. Da darf man mit Fug und Recht behaupten, diese Party zählt wohl zu den legendärsten ihrer Gattung. Zuerst geht es einmal herum so richtig zur Sache. Wir haben insgesamt jetzt 6 DJs vor Ort, 2 Livebands, die Buffalo Bells regional zum Stecken mit aufgezogen nach Walsee und Alaska aus Ibsbökeln unten, die richtig für Stimmung sorgen werden. Und ab 23 Uhr geht der erste verantwortungsvolle Shuttlebus dann ins Cannes. Doch eines durfte man den Partygästen noch gönnen, einen romantischen Sonnenuntergang am Donaustrand in Walsee. Außerdem musste noch das Finale beim ersten FSC Beach Baby ausgespielt werden. Zwischen tobenden Fans und ausgelassener Kulisse matchten sich M4TV-Lady und Volleyballerin Melanie Zeilinger mit ihren beiden Fußballern Michael und Thomas Achleitner. Den Sieg gegen die Kontrahenten am Feld aus und...
Ja, ich glaube, es ist einfach Spiel zu Spiel besser geworden. Finale war dann die Draufgabe. War einfach eine geile Partie heute mit zwei super Spielern. Habe ich da ins Finale kommen dürfen und dann sogar noch gewinnen. Also war traumhaft eigentlich. Und wir heißen ja Your Mom's Favorite Team. Und nachdem Mütter immer recht haben, haben wir heute gewinnen müssen, logischerweise. Ja, da kann ich nur das Gleiche sagen. Wir haben ein unglaubliches Team. Ich und der Michael sind sowieso eingespielt, weil wir Brüder sind. Und die Mele hat perfekt zu uns gepasst. Also perfektes Spiel heute. Liebes Publikum, wir sind die Band Alaska. Also wir spielen Ska. Wir haben eine Besetzung von Rhythm Section und drei Bläser, also sieben Leute. Und heizen dem ganzen Festel jetzt so richtig ein, oder? Yeah. Yeah. Wir wollen genau Jugendliche ansprechen, geile Events machen. Dann haben wir uns mit Geli gefragt, hey Geli, wir hätten eine Idee. Könnte man es zusammenlegen, Beach Baby, Vegas Baby. Ja, und ich glaube, das Event gibt uns recht. Das haben wir schon richtig gemacht, oder? Schaut euch um, es ist einfach nur saugeil da. Danke FSC, Freestyle Sports Club, geilste Verein ever. Keins am Städten, der geilste Club in Amstetten. Ja, wirklich. Ihre Aufgabe war es, die Finalisten beim Kampf um das Ticket nach Las Vegas von den vielen Fans abzuschirmen. Hier wurde der wahre Spielgeist gefordert. Marshmallow-Wettessen, Unterwäsche dem Publikum entlocken, Schillerol-Flaschen befüllen, Volksbank-Mike-Flugdrachen zusammenbauen und das obligatorische Schere-Stein-Papier. Einer, der das Siegen gewohnt ist, aber eigentlich auf dem Sandplatz zu Hause ist, der hat sich den Reisegutschein von Robert Gelbmann geholt, und zwar Beachvolleyballer Tobias Winter. Danke an alle, die uns geholfen haben, an die anderen fünf Jungs, an alle Helfer. Ja, sonst funktioniert das nicht. Und dann kann es auch so weitergehen. Dann wird es wachsen, dann wird es größer, dann funktioniert es.